Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zum kleinen abendlichen Stream hier am Donnerstag mit dem Christian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Anja hat heute Morgen, während ich noch geschlafen habe, den Hintergrund geschmückt als Happy Birthday. Und wir haben gesagt, wir schenken uns nichts und sie hat Pralinen aus dem KDW mitgebracht. Oh. Ja, die hat wahrscheinlich vorher die Hälfte davon selber gegessen. Da passten nur 9 rein und es waren 9 drin. Ich komme nicht in meine Post dran, weil ich eine Lampe davor gesetzt habe. Scheiße. Wie kann ich denn die da? An Christian. So, jetzt seht ihr auch mal wie geht es dir, mein Schatz? Ich vermisse dich so sehr. Achso, wow, Mama. Ja, Mama sagt wow. Wow. Das war... Ich vermisse dich, mein Schatz. Ja, ich habe auch gerade gedacht, lala, wie schreibt mir denn ein Liebesbriefchen? Die hat mir Kekse geschickt. Brauchen wir denn irgendwas? Oder ich gehe jetzt, was mache ich denn heute? Ja, das ist uns überlassen. Ich bin überfordert. Ich gehe ins Dorf, Chicks aufreißen. Wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen. Ne? Wie kann ich rennen? Ah, nee. Man erstmal sage ich hier wieder unseren hier Bram. Bram und Sepp habe ich schon gefüttert. Hast du da einen Penis hinter deren Namen gemacht? Ja. Ja, die sind schon verkauft. Klingt irgendwie falsch. Aber Bram, also Jay ist jetzt so full in the game, weil der jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen private... Ich hab das Spiel nicht 35 Stunden ey, gespielt. Nein. Ich hab auf Twitter jetzt erst sondern von dem Affen... Stunden. Hey, Lee, was wir gehen geht? Sonst irgendwann, wir brauchen eine Baumschule. Nette Schuhe, sind die aus Plastik? Du bist so eine Bitch. Gerade warst du doch noch nett zu. Gerade warst du noch nice. Und jetzt nicht mehr, oder was? Das machst du so nicht mehr. Das geht aber schnell bei dir, Peter. Beste Insight ever. Ja, frisst Kekse. Hast du jetzt die Kekse verschenkt von Mama? Ja, an die Frau, die mich beleidigt hat. Ich glaube, ich habe Issues. Wir treffen uns jede Woche und unterstützen uns gegenseitig dabei, gesund zu bleiben. Geil, oder? Okay, dann hättest du vielleicht doch annehmen sollen. Du siehst ganz schön fit aus, Judy. Diese Hand fühlt sich nicht. Jetzt sind die ganzen Möws hier in Stardew Valley in wie heißt die Stadt überhaupt? Ja, Marni sagt, ich werde heute gut schlafen. Ja, behalt ruhig das scheiß Schwert. Ja, ist das nicht was wert? Kannst nicht mal verkaufen, glaube ich. Ja. Entschuldigung, ich habe da jetzt nicht letztens 35 Stunden reingesteckt. Ja, toll, ne? Peter, was soll das denn, ey? Ja. Was sind denn deine Prioritäten? Ja, bei Dungeons-Dingens. Dungeons-Dingens, das ist auch ein cooles Spiel. Ne, warte, wie heißt das nochmal? Dragon Stopper. Er hat schon wieder vergessen, was er zockt, Alter. Ja. So, ich bin im Bett. Ich bin im Bett, Peter, wir haben 11 Uhr. Entschuldigung, wann, bis 12 muss man im Bett, oder? Oder bis wann? Zwei. Ja, bis zwei, ja. Hab ich noch ewig Zeit gehabt, Alter. Oh shit, schon 10:30 schnell. Ja gut, Peter muss dann ins Bett, das stimmt wohl. Ah, Lauch ist wahrscheinlich nicht das, was wir brauchten. Ich dachte, scheiße, Lauch wäre das. Lauch haben wir schon zwei. Sieht aus wie eine Ananas. Wenn du denkst, das sieht aus wie eine Ananas, dann das muss zum Gemeinschaftszentrum, das ist wichtig. Ist denn Lauch doch? Achso. Warum sollte er den Lauch essen? Nee, du gehst ja jetzt nicht mehr in die Mine. Ja, wie viel Energie bringt dir das denn? Zu wenig. Ja. Also, wo ist da der Sinn? Der Chat hat das gesagt. Ja, hör doch nicht auf den Chat, frag lieber mich. Der Chat scheint keine Ahnung zu haben. Der kann nur Wuff Wuff machen und trinkt uns sein Essen weg hier, Wasser weg. Das macht der Chat. Jetzt schreibt der Chat Wuff Wuff. Ja, weil hier sind auch Dogs. Das sind auch die Hunde. Das ist unser Hund, das Chat. Was soll ich machen? Pflanzen verkaufen die erntet. Ja, aber wir das ist logisch, aber gerade ist nichts zum Ernten bereit. Wir brauchen die Cash, Junge. Wir sind kurz davor, unsere Körper zu verkaufen. Aber die will niemand. Rammen, 8 minus. Ach so, läuft. Ja, 8 minus heißt das, ja. Ja. Das ist das Einzige, was angezeigt wird. Ich kriege eine Zwischensequenz. Ooh, it smells. Ja, da ist einmal kurz Berlin. Bitte besucht. mit der grünen Grütze. Gunther hat den Key. Dieser Gunther. Ja. Halt die Schnauze. Der Mann, der das Museum leitet, hat den Schlüssel für das Tieruntergrund. Halt die Schnauze! Ja. Da ist Gunther. Meinst du den? Ja, den meine ich nicht. Oh, guten Tag. Also wirklich, ich werde mir noch schön für Fili jetzt die Brust rasieren. Ja. Cool. Und dann werde ich, und ich bete, dass der bei den Interviews am Start ist und dann sage ich, bitte Gunther, für das Video chopp mich. Geil. Das wäre so das? Geil. Ich weiß nicht, mit der, das ist so, doch, weißt das du, mit ist der flachen, mit der Klatschen auf die Brust.
Ich glaube, dann hast du eine rote Brust danach für den Tag. Ja, dann soll ich nicht 50 Mal stoppen, der soll einmal klatschen. Ich glaube, einmal ist schon ordentlich. Ja, ich glaube auch, dass das ordentlich ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das zu geil finde danach, aber für das Video. Jetzt klingt das nach einer guten Idee. Ja, jetzt finde ich auch. Klingt nach einer exzellenten Idee. Mit Harz kannst du den Billo-Dünger machen, der ganz okay wäre. Was ist das denn hier? Ey, wieso holst du denn die Eichen wieder da raus? Die habe ich dann gepflanzt. Süß. Du wolltest die Bäume direkt neben unserem Feld bauen? Ja, wo denn sonst? Ja, hier irgendwo. Die Bäume stehen dann übelst im Weg. Hey Lady, klopf, klopf, ich habe eine Narzisse für dich. Hallo, kannst du mal deine dreckigen Finger von meiner Haley lassen? Was hat Haley gesagt? Keine Ahnung, habe ich weggeklickt. Der Disrespect, Junge. Er klaut mir einfach die Freundin und hört ihr nicht mal zu. Kaulbarsch. Ah, das erinnert mich an den Erdkundelehrer. Der hieß Kaulbarsch? Ja, der hieß Und Kaul. Physik. Physik? Ja. Der eine hieß Kaul, der andere Barsch. Ah ja, stimmt. Das ist doch der, der mit Merkel zusammen studiert hat, hat er immer gesagt. Der immer todsicher war, zu 99%. Ja. Ich glaube, der war selbst Vorbild damals. Könnt ihr den goldenen Leuchtring nicht kaufen? Hallo, wir haben kein Geld. Wir sind richtig arme Landwirte. Wir müssen ja noch Stein und Holz abgeben. Wir fahren gleich mit dem Trecker auf die Straße 17. Juni und kippen Scheiße auf. Scheiße, was war denn der andere? Ah, heute ist der Eggfestival. Ach du Scheiße, nee, ich will doch ins Dings. Kauf beim Eierfest die Erdbeeren. Yo, das weiß ich sogar noch aus diesen Dingens. Oh, heute gibt es auch Cash. Also das Cash sollen wir gleich für die Erdbeeren benutzen. Aber einen Blumenkohl müssen wir behalten. Was müssen wir machen? Moment, wo ist Haley? Da, Christian! Was denn? Ich hab schon mit der gequatscht. Schade, Peter. Nummer 2 kriegt keine Schnitzel. Schnitzel und Blowjob-Tag. Alter, das Karnickel hat mir richtig viel geilen Scheiß gegeben. Was für Karnickel? Bei Geoden. Wo ist überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe ein Karnickel. Was ist denn ein Karnickel? Der Typ in der Mitte, der als Karnickel ach verkleidet ist. Oh mein Gott, den habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Der hat auch gerade Jay hat ja, mit schon dem kann ich gar nicht reden. Umgesetzt. Ich auch nicht. Die hat Jay hat ja schon gegönnt. Ich dachte, jeder von uns kann halt wenigstens. Ja, scheinbar mit dem Karnickel. Ich habe den Wunsch etwas aufgebessert. Du bist ja insane witzig. Da war wieder die Jay-Lache, muss ich sagen. Okay, was ist das? Highlight ist aber dieser komische Blumentanz, oder? Ne, Eier suchen, ne? Ne, wir müssen Eier suchen. Was ist der für ein Blumentanz? Wir müssen Eier finden und den Preis abschließen. Es gibt Preis! Wir müssen die scheiß Kinder schlagen. Eier findet, der hat gewonnen. Ja, aber kriegen wir das dann dreimal? Das wäre doch ganz cool, oder? Und dann sind alle bereit. Arbeiten wir zusammen oder spielen wir gegeneinander? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich spielen wir gegeneinander. Ja, weil wenn wir zusammen spielen, dann laufe ich ja woanders hin als ihr. Ich laufe so oder so woanders hin. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Was ist denn für ein Scam? Ich sehe die Eier da. Wie soll ich da hingehen? Jay hat gerade erst gespielt, der weiß doch alles auswendig. Also ich hab schon 3, 4. Ich bin gefickt. Wie viel, wann? Er muss viele Eier finden, Peter, schnell. Ist irgendwann einfach Ende oder? Ja, oben links läuft Zeit runter. Nein, hier liegen 3 auf einmal. Ach komm, deine Mutter. Ich hab hier auch schon 7 Eier. Ich hab auch 7. Komm, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. So hast du keine oder was, Peter? Was ist da los? Ah, Peter hat 1. Oder ich habe eins übersehen, das kann ich nicht sagen. Das ist gar kein Ei. Was ist das denn für eine Frechheit? Ja, lass an dem Ei vorbei. Er hat komplett gescannt. Oder so. Nein, das ist doch ein Ei. Ich wollte es gerade aufsammeln. Oh. Er läuft an allen Eiern vorbei, ey. Und jetzt, der Gewinner des diesjährigen Eiersuche, ist es der Mensch, der die letzten 2 Wochen 35 Stunden da rein investiert hat? Lol. Hast du extra keine Eier gesammelt? Hast du extra keine Eier gesammelt? Ich hatte, glaube ich, 4 oder so. Der Schwitzer. Ja. Kriegen wir jetzt Doppelpreise? Das wäre doch super. Ja, wir haben Strom gekriegt, Christian. Oh mein Gott. Ja, siehst du, deswegen habe ich am Anfang gefragt, wäre jetzt smart gewesen, wenn wir einfach jeder 4 Eier gesammelt hätten, hätten wir alle was bekommen. Oh, Peter, weißt du, wer da ist? Was, Henny? Meine Schwester findet Maki-Rolle richtig furchtbar. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Aber schenkst du dir jetzt was? Du hast ein Geburtstagsgeschenk für mich. Woo! Ey, oh, Haley hat Geburtstag. Und jetzt rennt die weg. Ja, Peter, jetzt aber schnell. Ist so eine Esoterik-Tante oder sowas. Du hast ja wirklich einmal jedes Klischee hast du ja einmal drin. Du hast so eine Emo-Frau. Dann hast du...
Abigail. Ah. Die ist immer traurig und sad und ja. Dann hast du so eine richtig smarte Technikerin. Dann hast du Haley, die ist halt einfach nur hübsch. Hab's gefunden, yay, dankeschön. Was ist denn da los? Ach, vielleicht hat er immer wieder was aus der Mülltonne genommen. wie heißt der Typ hier? Den gibt's wie heißt denn der Höhlenmensch hier? Scheiße, ich vergesse den Namen immer. Hier. Gibt's auch einen Höhlenmensch, der aussieht wie Brams Minecraft-Charakter. Ja, ach so, der, okay. Der Obdachlose. Linus. Linus, okay, ja, natürlich heißt der Linus, natürlich. Linus. Wie unser Mod. Ist ja logisch. Ich hab 12 Karottensamen bekommen, ist das nicht cool? Das Wichtigste ist, dass ich nicht mehr nur ein Herz bei Haley habe. Ich wäre gerne nochmal 35. Ja, okay, das verstehe ich niemand. Okay, ich habe gesagt, Emily soll gefälligst putzen. Für Emily? Ah, nee, Haley. Haley soll gefälligst putzen. Du weißt nicht mal, wie die heißt! Ey, die soll gefälligst ihren Job machen. Das geht ja gar nicht. Einfach nur. Ist halt so. Also ich habe Haley und Abigail. Abigail habe ich 2 Herzen. Ja, Christian ist richtig sozial. Ich werde einfach einsam sterben. Ach Quatsch. Kannst Sebastian nehmen. Den will keiner. Dein Huhn? den Typen. Ach so. Dein Huhn. Achso, nee, auf Klo gehe ich jetzt nicht. Dann mache ich gleich. Weil sonst kommt ihr nicht weiter. Du liegst so im Bett. Ja, aber wenn ich brauche vielleicht länger als eine Minute und dann geht ja. Verstehe, was du meinst. Ja, okay. Peter muss ein Würstchen machen. Ja, vielleicht. Worauf ich mich richtig freue, auf das Klopapier. Tschüss. Und die Scheißklos auf in Amerika. In Amerika, Alter, die sind so kacke, die Klos. Die DNA geht die Kacke nicht weg. Spült sie die weg, weil die da so einen komischen Strudel haben. Weiß ich auch nicht, was die andere machen. Scheiße haben. Ja, muss so sein. Die haben bei denen ist immer nur Brei, weil die nur Fett essen. Ich finde immer am unangenehmsten, dass die keine Klobürsten haben. Also viele haben keine Klobürsten. Ja, gut, aber bei dem toxischen Chlor, was die da drin haben, in ihrem Wasser. Ja, aber da bleibt ja trotzdem manchmal Rückstände und dann stehst ja, du aber da. Das löst sich ja dann irgendwann auf. Ach so, wegen der Pflanze. Ich hab keine Energy mehr, ey. Willst du den Rest gießen? Und dann sag ich, ja, kann den Rest gießen, der Lump. Sitzt, verpiss dich da auf Scheiß aus und lässt ja alle uns arbeiten, ey. Vollpeter. Warte. So. Reicht doch. Nee, den musst du gar nicht. Das ist doch egal. Wenn ich raus, so, zack. Danke. Einfach 3 Pflanzen so, lass für die Scheiße geopfert. Das war's wert. Ach, du hast eine bessere Gießkanne. Sorry, da bin ich wieder. WB, Peter. WB. Oh mein Gott, ich hasse euch. Mein neues Steig hier. Kommst du raus, Peter? Jetzt komm ich nicht. Oh, ich hab kein Wasser mehr. Ich muss mal eben Wasser holen. Peter, warte mal. Ich bin in der Mine. Ich kann dich leider gerade nicht befreien. Peter ist gegangen. Ja, ach so, oh. Ja, das wird helfen. Du Spielverderber, ey, Peter. Nee, komm wieder da raus. Nicht, dass der Chat irgendwie uns auf die Idee gebracht hat. Ich hatte erst gesagt, lass einbauen, so. Und dann habe ich gesagt, ja, der hat bestimmt irgendwie so Axt oder sowas dabei. Und dann schrieb der Chat so, nee, der hat nur eine Angel dabei. Also. Fühl dich betrogen, Peter. Fühl dich betrogen. Aber ich geh mal kurz Haley eine Runde ausführen, während Peter da in den Zaun sitzt. Ja, Christian, der klaut deine Haley. Ja, komm, kannst du wieder raus. Oh, kurz bevor ich umgekippt bin, Alter. Nette Schuhe, hat Haley zu mir gesagt. Ja, sind die aus Plastik, hat die auch gesagt. Nein, das hat sie nicht gesagt. Mhm. Hat gefragt, ob die von Prada sind. Mhm. Die mag mich nämlich auch schon. Ich hab schon 4 Sterne bei der. Mhm. 4 Sterne? So eine Google-Bewertung. Hab schon Rezension da gelassen bei Haley. I believe you know word. Ja, Peter macht wieder richtig sinnvolle Sachen hier. Er sitzt da einfach. Ach, das ist doch kacke, wenn du das einfach guckst. Ach
so, das ist mein Zimmer. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre deins. Ich habe da gar nicht gemerkt. Ich habe nur rübergeguckt gerade. Ich wusste den nicht. Mann. Christian hat sich doch eingebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Weiß ich doch nicht. Ich war Farm. Natürlich. Was hat Lea denn für eine Person? Ja, das ist so eine natürliche, die passt gar nicht zu dir. Nein, natürlich passt wirklich nicht. Was? Ja, die ist so naturverbunden und so weiter. Ich glaube, die mag meinen AMG nicht. Was ist denn Penny? Penny war die langweilige. Penny ist die langweilige, die passt zu dir, Peter. Arbeiten die Leute hier eigentlich was oder gammeln die nur rum? Alter, jetzt werde ich hier so wegblockiert. Hat sich meine Mama bei mir auch schon ganz oft gefragt. Oh, Sebastian ist aber auch so ein Downer. Aber guck doch mal. Oh, das muss ich mir wieder aufschreiben für Soundboard, ey. Habe keine Energie mehr. Schade, Feder, läuft nicht bei dir, ne? Die mag wohl nicht so gerne Lachsbären, kann das sein? Mir hast du jetzt, hast du Feder. Feder versucht halt immer noch Ailey klar zu machen. Ich finde es so gut, dass du sehen kannst, was ich mache, aber ich nicht sehen kann, was du machst. Ja, du streamst halt. Ja, das ist eine Scheiße. Weil ich lieg die ganze Zeit im Bett, was soll ich jetzt machen? Dann kann ich Instagram abchillen oder was? Nee. Einfach also, schlägst du mich doch mit dem Schwert. Ich dachte, du wärst wie bei Lethal Company so ein Gegner. Die Lachsbären, what the fuck? Soll Haley dran ersticken? Ah! Peter ist so ein eifersüchtiger Mann, oder was? Also wenn ich die nicht haben kann, dann darf ich auch kein anderer Kerl haben. Hä, wieso? Ich mach doch gar nichts dagegen. Also, wer hat denn jetzt mein Haus wieder zugebaut? Ich nicht. Ich hab meine Spitzhacke, meine Hacke nicht mitgenommen. Oh. Jetzt gibt's richtig Cash. Na, Schatzi? Das Piss war. Dich, ey. Peter hat sie ins Bett gekuschelt. Dann zieht Peter mir noch das letzte Fünkchen Leben aus mir raus, ey. Ja, warte, du hast mich eingebaut. Ich komm da nicht rein. Ich hab dich eigentlich nicht eingebaut. Dann war das Chat. Ach, Chat war... Kann man Personen hier von ihren Partnern abbringen? Du meinst... Kann man verheiraten? Das geht nicht. Das sind ja alles treue Seelen. Guck mal, ich bin so gut mit der liebe Freundin, dass ich die in ihrem Zimmer besuchen darf. Ich finde das nicht gut, mit welchem Ton du dann was hast. Das Wetter ist viel zu furchtbar, um das Bett zu verlassen. Ja, kein Problem, ich komme rein. Ah. Ja, jetzt versuch Kick bei Peter. Kauf ich jetzt hier den großen Hühnerstall. Ich hab den ganzen Morgen meine Haare gemacht, jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Gar nicht so viele Sachen. Doch, das ja, hey, lieber, nettes Gespräch, mach die Tür mal wieder zu, sonst kommt der Peter nachher hier noch rein. Der Fakt, dass er das Museum nicht farbig sortiert, macht Mick irre. Ich mach auch immer, mich triggert das auch des Todes, dass das also so ist, aber ich hab aufgegeben. Ich mach das normalerweise nach Art. Genau. Bei mir auch. Aber hier habe ich mir gedacht, ist das eh egal, weil das ist eh perlenvolles Weihe. Ja, das stimmt. Peter, ist das alles egal und dann machen, brauchen wir das auch nicht machen. Peter ordnet ja auch schon nicht die Sachen im Gemeinschaftszentrum richtig, da, wenn er die da abgibt. Mal am Arsch lenken. Ja, Haley, willst du das? Ja, Haley, willst du das? Ich geb der Haley jetzt erstmal was Schönes. Als hätte er hier gerade so ein Ei vor die Füße geworfen. Oh, geil, guck mal, da freut sie sich drüber. Als so wenn du immer noch bei Haley dran bist, ja unfasslich, ey. Da meine Schwester ist merkwürdig. Aber ich, Alter, wer hat denn sein Deko-Objekt mitten in der Stadt aufgestellt? Hab ich vor Haley gepackt. Wie willst du das? Oh, und ich muss mal meine Pickaxe, glaube ich, abholen. Die müsste fertig sein morgen. Ja, also, aber mal. Wir werden jetzt diesen Stream sofort beenden. Das musst du nächstes Mal machen. Das war schön, lieber Chat. Das war doch entspannt, spaßig. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.